Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir diesen Sommerlook schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Cosmetic for Less, denn dort wurden mir die neuen Cupid's Arrow von Nabla zugeschickt. Das sind diese hier. Und da habe ich diesen Look mit kreiert. Und ihr könnt bei Cosmetic for Less aktuell mit dem Code CLAUDIK, also Claudi und dann CA für Cupid's Arrow, ein Cupid's Arrow zu eurer Bestellung noch mit hinzubekommen. Ihr könnt ja normalerweise mit Claudi 15 auch 15% sparen. Dieser Code ist ab einem gewissen Bestellwert. Schaut einfach, wie das für euch am besten funktioniert. Und ja, gönnt euch hart auf jeden Fall. Und jetzt will ich gar nicht allzu lange quatschen und würde sagen, viel Spaß beim Video. Alle Produkte, die ihr hier sehen werdet, sind in der Infobox verlinkt. Ich möchte halt einfach so einen luftig leichten Sommerlook tatsächlich machen, der nicht so Ewigkeiten dauert, weil wenn das Wetter schön ist, willst du dich nicht allzu lange vorm Schminkspiegel aufhalten, finde ich. Gleichzeitig möchte man ja auch, dass das Ganze ordentlich gut hält und bestenfalls nicht allzu teuer ist dabei. Es fliegt gerade ein Flugzeug bei uns vorbei. Ein Helikopter. Yay. Und ja, wenn das Video rauskommt, steigen die Temperaturen bei uns gerade auch ins Unermessliche. Es soll ja bis 42 Grad oder so werden. Also es ist echt der Wahnsinn. Ich starte mit Nabla tatsächlich. Und zwar ist es der neue Angel Aura Primer. Den finde ich ziemlich cool. Ihr habt ja auch meine Primer-Sammlung gesehen, mein Declutter und auch meine Favoriten. Ich habe den noch nicht lang genug, als dass ich euch sagen könnte, dass es ein Favorit in dem Sinne wäre. Ich finde den aber grandios, ne? Kannst du nicht anders sagen. Hautpflege habe ich heute Morgen schon aufgetragen. Die ist jetzt so ein, zwei Stunden eingezogen. Und jetzt kommt natürlich der Primer drüber. Ach so, und natürlich habe ich auch dick, fett Lichtschutzfaktor draufgepackt. Das ist auch mega wichtig, ne? Der Primer hat aber auch nochmal Hautpflegebeschichten mit drin, weswegen ich den auch super gerne jetzt nochmal im Extra-Hub auf meinen Hals gebe, denn der braucht aktuell extra viel Liebe. Das ist immer so, wenn krasse Jahreszeitenwechsel sind, ne? Dass mein Hals dann immer ein bisschen eskaliert. Und der gibt den Glow, der macht alles Fro. Oh mein Gott. Das sieht doch ziemlich nice aus, oder? Kann man nicht anders sagen. Es hat wirklich einen schönen Glow gegeben, ohne halt glitzernd auszusehen. Und das finde ich super wichtig. Als nächstes verwende ich eine Foundation, die halt einen super guten Halt hat und gleichzeitig nicht so totes matt oder so ist, weil das mag ich ja gar nicht. Von L'Oreal, die Infallible 24 Hours Fresh Wear Foundation, habe ich hier in der Farbe 25. Ich glaube, das ist so eine ganz verrückte Farbe, die man gar nicht so häufig findet. Die müsste ich mal irgendwo in einem Trash-Paket drin gehabt haben. Da freue ich mich ja immer drüber. Die Pinsel, die ich verwende, sind übrigens von Leni Brush. Aus diesem Pinselset verlinke ich euch auch in der Infobox. Bekommt ihr auch bei Cosmetic for Less. Und da könnt ihr auch nochmal 15% drauf sparen. Ja. Foundation kannst du dir auftragen, wie du lustig bist, ne? Also ich gebe mir meistens einfach jeweils einen Pumper pro Wange auf. Und dann wird das erstmal mit dem Pinsel verteilt. Und dann wird es mit dem Schwämmchen einfach eingearbeitet, damit es noch mehr flawless aussieht. Wobei bei dieser Foundation braucht man das eigentlich nicht, weil das ist wie so ein Second Skin-Effekt, ne? Das geht total einfach und schnell. Als nächstes verwende ich einen Concealer, um so ein bisschen unter meinen Augen so aufzuhellen. Also durch die gute Augenpflege, die ich habe, brauche ich das jetzt nicht so super intensiv, aber so ein bisschen Spot-Concealing, sag ich mal, ne? Kann ich gebrauchen. Ein bisschen Unebenheiten abdecken, ein paar Rötungen ein bisschen weniger werden lassen. Das finde ich auch immer ganz hübsch. Das kannst du damit machen. Und da habe ich von Catrice den 18 Hours Hydrating. Auch das eine wichtige Kiste, Leute. True Skin High Cover Concealer. Ich habe den, in welcher Farbe? 010 Cool Cashmere. Und da brauche ich wirklich nur super wenig von, weil der ist wirklich High Cover. Pünktchen hier, Pünktchen da. Und dann am besten so einen Buffer, Mini-Buffer-Pinsel nehmen, ne? Und schön verteilen. Achso, ich nehme den direkt auch mal als Lidschattenbase. Wobei ich gar keinen Lidschatten auftrage. Ich habe ja gleich nur die Liner. Egal, besser haben als brauchen, ne? Zack, die Babdi, da siehst du auch gar nicht so super geschminkt aus. Ja, mein Gesicht ist ein bisschen dunkler als mein Hals. Und mein Dekolleté, das stimmt. Ja. Als nächstes verwende ich ein Puder, um das Ganze so ein bisschen zu setten, zu fixieren, damit es nicht in alle möglichen Richtungen verläuft im Laufe des Tages. Habe ich hier von Revolution das Loose Infinite Powder und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist mit Niacinamiden. Niacinamide sind ja auch so ein bisschen entzündungshemmend, hautberuhigend, ne? Komme ich immer ganz gut mit klar. Also super feines Puder ist das wirklich, ne? Und gehe damit wirklich ganz leicht über mein Gesicht.
Das ist so ein krasses Weichzeichner, Bruder, Leute. Ich sag's euch, ich finde es wunderschön. Als nächstes verwende ich einen Bronzer, denn ja, mein Gesicht ist jetzt trotzdem ein bisschen braun noch. Also es ist jetzt nicht irgendwie so weiß wie die Wand oder so, ne? Aber trotzdem möchte ich gerne so ein bisschen mehr Struktur reinbringen, ein bisschen mehr Natürlichkeit, weil die Sonne scheint ja auch aufs Gesicht und dann ist man ja normalerweise auch partiell gebräunt. Und dafür verwende ich von Love mit Letizia Lehmark den Dream Glaze Sculpting Duo Bronzer. Das ist dieser hier. Das ist quasi im Prinzip Kontur und Bronzer in einem. Ne? Ich vermische meistens beide Farben einfach miteinander. Dafür nehme ich den gleichen Pinsel wie der, mit dem ich eben abgepudert habe. Dipp da so relativ entspannt rein, klopf gut ab und ja, verteile das auf meinem Gesicht. Und wenn man gerade sowieso einen Bronzer verwendet, der vielleicht ein bisschen aschiger unterwegs ist, kann man den ja auch ein bisschen zum Konturieren verwenden, je nachdem, was man auch gerade nimmt. Ne? Das heißt, man kann dann auch hier nochmal so einen Schatten zaubern. Ich gehe auch gerne so hinters Ohr. Weil irgendwie habe ich gerne einen Schatten hinterm Ohr. Ich habe gerne einen Schatten. Jo, es ist auch irgendwie gesund, das zu sagen. das ist einfach irgendwie, dann passt das Ganze mehr zusammen, muss ich sagen. Ne? Ja, man kann auch so machen und sich hier das Doppelkinn anmalen. Dann schattiert man sich das auch weg. Das ist auch irgendwie wahnsinnig, ne? Was es nicht alle gibt. Und ja, ich blende da einfach so ein bisschen wild in der Gegend rum, bis es mir gefällt. Jo. Als nächstes habe ich jetzt aus einer aktuellen Limited Edition von Catrice die Cheek Palette. Das ist diese tropische Tropic Exotic Limited Edition Touched by Paradise. Ich habe jetzt im Vorfeld einen Bronzer aufgetragen, weil der Bronzer, der hier drin ist, ist eher ein Bronzer-Topper. Das ist, oder eher ein dunkler Highlighter. Ne? Also wunderschön die Palette, aber ich würde es jetzt, ne? Also das jetzt nicht als Bronzer nehmen, weil das mag ich einfach nicht gern. Ich bin eher so ein Fan von matten Bronzern. Und gut, bei dem Blush kann ich mir schon vorstellen, dass das was wird. Deswegen werde ich den jetzt auch verwenden. Da kann ich jetzt halt auch einfach den Blush Brush nehmen, der in dem Pinselset drin ist, ne? Ich glaube, das macht Sinn. Und ja, auch der hat Schimmer mit drin, ne? Und das funktioniert echt schön, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen Bedenken gehabt, dass mir der zu schimmerig sein wird. Aber der passt auch sehr harmonisch zu meinem Oberteil, zu meiner Tunika. Mag ich gerne leiden. Ja, aber den Blush musst du ein bisschen aufpassen, dass der nicht fleckig wird. Also schön verteilen, schön ausblenden, ne? Immer schön so kreisende Bewegungen, je nachdem wie großflächig man den aufträgt. Ich habe sehr gerne ein bisschen mehr. Ich finde, es geht klar. Und jetzt möchte ich gerne einen Highlighter verwenden. Die sind beide relativ dunkel, ne? Das ist so eine kleine Krux für mich. Ich nehme den hier unten einfach mal. Der wird wahrscheinlich ein bisschen kühler sein und etwas gröber als der oben. Ich habe jetzt mit dem Blushpinsel einfach mal da durchgeswiped. Guck mal, ob ich den hiermit aufgetragen bekomme. Ja, Catrice kann einfach Highlighter, ne? Das kann es nicht anders sagen. Der sieht schön auf dem Gesicht aus. Mag ich gerne leiden. Ich habe ja nur so Zippelaugenbrauen, das ist bei mir erblich bedingt. Und auch, weil ich ein Kind der 90er bin und dementsprechend etwas viel gezupft habe, oder eher 2000er, da habe ich jetzt hier von Essence einen Micro Precise Eyebrow Pencil in der Farbe 04 Dark Blonde. Den möchte ich jetzt einfach verwenden, um meinen Augenbrauen etwas mehr Fülle, Definition, Schönheit zu geben. Und dann male ich hier einfach so ein bisschen noch ja, in den Augenbrauen drin rum, um da halt die Lücken aufzufüllen. Und gleichzeitig ja, bringe ich da noch ein bisschen mehr Form rein, also dass ich die auch ein bisschen mehr mache. Ich finde meine Augenbrauen ja immer etwas schwierig, weil halt nicht so viel da ist, ne? Aber gut, ja, so sehen die jetzt aus, ein bisschen aufgefüllt. Ich finde schon, dass es dem Gesicht eine andere Form gibt und ich finde es irgendwie schöner, ne? Dann sieht man irgendwie, ich weiß nicht, ich mag es einfach lieber definierter aus, keine Ahnung. Jetzt verwende ich ein Augenbrauen-Gel, um das Ganze in Form auch nochmal zu bringen, also quasi die Härchen, die da sind und da noch ein bisschen, ja, Fülle reinzubringen. Da habe ich hier so ein cooles Augenbrauen-Gel von I Heart Revolution, Tasty Avocado Brow Gel. Habe ich mal bei Revolution, ach Quatsch, bei Cosmetic for Less gekauft. Ich weiß nicht, ob es das noch in transparent gibt. Ne? Das ist auch eine LE gewesen mit diesen Avocado-Dingern drauf, aber die Revolution oder I Heart Revolution Augenbrauen-Gele sind halt per se recht cool. Mag ich gerne leiden. Und das hier ist jetzt halt eins, was ich jetzt schon seit einer ganzen Weile in Anwendung habe. Und das habe ich auch in täglicher Anwendung. Deswegen habe ich das jetzt auch einfach mal mit hier reingenommen, weil ich das einfach sehr empfehlenswert finde. Kommen wir nun zu dem Herzstück dieses Videos, zu den Cupid's Arrow Stiften. Das ist so eine Art schon Kajal,
aber auch super langanhaltend und im ersten Moment mega leicht auszublenden. Also damit kann man sehr bunt werden, sehr grafisch werden. Ich möchte es heute wirklich ein bisschen einfacher halten und das aus meinem Mund, Leute. Das ist sehr, sehr schwierig für mich, das jetzt umzusetzen. Was aber an dieser Stelle feststeht, ist zum einen, ich habe wohl einen Clown gefrühstückt und zum anderen, ich bin nicht so unbedingt gut in der Lage dazu, Herzchen zu malen. Denn ich habe die Cupid's Arrow, jedenfalls die neuen, hier mal auf meinem Arm geswatcht. Und alle Cupid's Arrows sind gerade runtergeflogen. Supi! Ja, hier sehen wir auf jeden Fall einmal die ganzen Swatches. Und ich wollte einfach Formen malen, deswegen habe ich Herzchen gemalt. Das ist nicht wunderschön. Hier das erste Herzchen sieht man natürlich nicht ganz so sehr. Das ist natürlich in einem beige Nude. Dann wird es gelb, dann wird es braun. Und hier haben wir die farbigen Töne. Also gut, da kannst du das Gelb auch so zählen, ne? Aber dieses Türkis finde ich ja wunderschön. Dann so ein Pastelllila. Ein wunderschönes Tönchen, was 1A zu meinem Oberteil passen könnte. Was so ein, ja, rot-pink ist quasi. Und hier haben wir ein richtig sattes Anthrazit. Als allererstes starte ich jetzt einfach mal mit diesem Cupid's Arrow in Pop Apricot. Also für mich ist es eher ein Gelb, aber es ist kein richtiges Gelb. Es ist eher ein helles Aprikosen-Orange. Und hier haben wir dann einmal die Spitze, wie sie aussieht. Wir haben auch hinten in der Kappe einen Anspitzer drin. Also wenn dir die Spitze hier hinten irgendwann zu stumpf wird, kannst du es einfach drüber stülpen, ein bisschen drehen, ne? Und dann könnte man das anspitzen. Gleichzeitig ist das hier hinten auch das Hochdreh-Ding. Ich muss wirklich noch andere Wortmöglichkeiten, Synonyme für Gedöns und Vieh finden. Ja, das ist schlimm. Okay, genau. Dann nehme ich mir jetzt nämlich einmal diesen Cupid's Arrow und ziehe mir quasi einen Eyeliner damit. Also sehr farbintensiv. Guckt euch das mal an, ne? Finde ich total schön. Ich möchte den aber wirklich erstmal nur hier so, ne, bis auf mein auf die Hälfte meines Lides quasi ziehen, weil ich jetzt so eine Art Regenbogen-Eyeliner mache. Also da kommen gleich noch ein paar andere Farben mit dabei, dass wir hier einfach auch ein paar mehr Farben zeigen können, ne? Aber im Großen und Ganzen soll das halt wirklich ein 2-Minuten-Look quasi sein. Weil ich heute halt dieses Oberteil trage, möchte ich gerne auch diesen Cupid's Arrow dafür nehmen. Dann spiegelt der sich halt auch im Look wieder. Und das finde ich einfach schön. Das ist in der Farbe Arrow Pop Dragon Fruit. Also wie so eine Drachenfrucht. Das ist beautiful, Leute. Wirklich schön. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass es nicht aussieht, als hätte man tagelang geweint, ne? Aber ich trage mir den jetzt auch quasi im Anschluss an diesen Eyeliner an. Und diese Cupid's Arrow Produkte sind halt sehr farbintensiv. Das heißt, ich muss hier hinten im Prinzip nur tupfen. Also man könnte theoretisch das mit diesem Eyeliner Wing auch so lassen. Ich möchte mir aber gerne so einen Eyeliner Pinsel nehmen. Das ist dieser hier. Detail Liner nennt er sich. Einfach um die Spitze noch etwas feiner auszuarbeiten quasi. Also die lassen sich so schön ausblenden. Man sieht es jetzt hier ja. Ne, wie ich damit quasi eine Spitze ausgeblendet habe. Also ich finde es großartig. Und für unten habe ich mir auch so eine ähnliche Farbkonstellation überlegt. Da werde ich mir jetzt zuallererst diesen türkisen Ton nehmen oder Mintgrünton. Das ist der Arrow Pop in Mint tatsächlich. Und den möchte ich mir gerne am unteren Wimpernkranz quasi ja, parallel zu dem Gelb aufgeben. So easy, ne? Also man macht einfach so einen komischen Blick, guckt dann irgendwie nach oben, unten, wo auch immer, macht wrrrp und dann fertig ist die Laube. Das ist so schön. Und nach außen hin gebe ich mir dann dieses, ja, Lavendel-Lila auf. Das ist der Arrow Pop in der Farbe Lavender. Also ihr seht das, ne? Wie easy. Einfach so komisch in den Spiegel gucken, rüberwubbeln, fertig ist die Laube. Also das ist so einfach. Und ihr könnt natürlich diese Cupid's Arrow Stifte auch fürs komplette Gesicht verwenden, wenn ihr jetzt halt auch aufregende, keine Ahnung, irgendwas, wenn ihr euch eine Blume ins Gesicht malen wollt oder ein Herz oder keine Ahnung, was auch immer, irgendwas ins Gesicht malen wollt oder auf den Körper, ne, weil die halt echt gut halten und für ein Festival sind die halt gut geeignet auch. Oder wenn man halt, wie ich jetzt hier, einen easy peasy Sommerlook schminken möchte, denn das ist jetzt tatsächlich auch der Look,
wie ich ihn mit den Cupid's Arrow Stiften schminken möchte. Ich werde jetzt einfach mir nochmal die Cheek Palette nehmen und mir ein Inner Corner Highlight setzen. Da habe ich jetzt einfach Lust drauf. Dafür nehme ich jetzt hier so einen Point Brush, ne? Und gehe dann auch in den Goldton, Highlighter-Ton hier oben. Und der kommt dann in den Innenwinkel rein. So, jetzt möchten wir natürlich, dass unser komplettes Gesicht festgetackert wird. Also, dass quasi auch im Laufe des Tages nichts verrutscht und alles an Ort und Stelle bleibt. Und da sollte man ein Fixing Spray verwenden. Da habe ich jetzt hier so ein Ultra 4 und zwar von Catrice Ultra Last Hoch 2 Fixing Spray. Transferproof, waterproof. Und das ist dieses Produkt, kommt jetzt glaube ich aus dem letzten Sortiments-Update. Hier muss man nur ein bisschen aufpassen mit dem Sprühstoß. Das ist nämlich echt nicht so geil. Also von einer guten Entfernung sprühen, Leute. Denn das spritzt dich echt hart an, Leute. Und dann ein Schwämmchen und verteilen. Du kannst auch einfach das Schwämmchen damit ansprühen. Das ist ein bisschen einfacher, denn ich habe mir das eben voll in die Nase gesprüht beim ersten Mal. So, jetzt mache ich die Wimpern gerade mit meinem Finger ein kleines bisschen trocken und biege sie auch schon ein bisschen nach oben. Dafür kann man natürlich auch eine Wimpernzange nehmen. Aber wenn du eh gerade schon Fixing Spray drauf gemacht hast, was ja auch so festtackernd ist, warum das nicht einfach so machen? Das geht auch easy peasy. Denn als nächsten Schritt möchte ich natürlich Mascara verwenden. Und da gibt es ja von Revolution diese 5D Lash Power Volumizing Mascara. War überall in der Werbung, ist richtig krass. Und Leute, die hat es auch in sich. Die habe ich auch schon mal mit euch zusammen getestet. Die ist wirklich genial. Und ja, es ist halt dieses, ne? Und dann hast du hier so ein Bam, so ein Oschi Riesen Kunstfaserbürstchen. Das ist wirklich riesig, aber es ist effizient. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist schon ziemlich cool, ne? Also man hätte sie theoretisch nicht in 3 Schichten gebraucht. Aber ihr wisst ja, ich stehe drauf. Ich mag das einfach gerne. Und sie macht halt schöne Wimpern. Ja, man sieht definitiv, dass mein Wimpernserum jetzt so langsam nachlässt und ich halt in Anführungsstrichen nur noch Rizinusöl verwende. Das ist halt wegen der Schwangerschaft, da darf ich ja nichts mehr mit Hormonen verwenden. Aber ich finde, der Sommerlook, den ich schminken wollte, ist mir ganz gut gelungen. Also damit könnte ich auf jeden Fall auf eine schöne Party gehen, auf ein schönes Festival und würde mich da super wohl mitfühlen. Aber jetzt kommen noch die Lippen. Zwei Herzen schlagen dabei in meiner Brust. Zum einen das Herz, was sagt, Mensch, Claudi, mach doch am besten irgendwas Mattes drauf, was easy peasy lange hält. Klar, könnte man machen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel hier die Möglichkeit von Eveline Cosmetics den Satin Lipstick Varieté in der Farbe 04 zu nehmen. Der ist wirklich, wirklich cool. Ich habe aber irgendwie Bock auf Gloss, weil ich habe ja bei meinem Augenlook tatsächlich auch nur alles sehr dezent gehalten. Das heißt, ich mache danach einen Gloss drüber. Und der ist auch wirklich beautiful und alles, aber der wird antrocknen und dann wird er mir zu trocken werden. Das heißt, ich mache mir da einfach jetzt ein ganz kleines bisschen Lipgloss drüber. Da habe ich hier von Essence Extreme Shine Volume Lipgloss. Das ist dieser hier. Habe ich in der Farbe 106 Sugar Rush. Und hier kann ich nur empfehlen, wenn du sowas über Lippenstifte drüber machst, ne, dass du den Applikator nimmst, das dann wirklich auf die Lippen tupfst. Dann so verteilst, ne? Und jetzt nicht den Applikator wieder zurück hier rein, sondern erst sauber machen. Weil ansonsten hast du das Rohprodukt quasi verfärbt. Gerade wenn du so einen klaren Lipgloss nehmen würdest oder so. Der hier ist jetzt auch schon rosa eingefärbt, deswegen geht das vollkommen klar. Und jetzt habe ich auch so ein leichtes Minzgefühl hier drauf, weil das ist ja auch dieser Plumping, ne? Genau, Extreme Plumping Effekt. Und das ist jetzt mein fertiger Sommerlook, Leute. Also damit, das schreit direkt für mich nach, ey, Claudi, du musst jetzt direkt irgendwo auf eine Sommerparty gehen, auf eine Grillparty, auf ein Festival, irgendwo, wo man sich einfach, wo man Spaß hat, ne? Man kann, wenn man möchte, und Schlupflieder hat übrigens, das ist ein Pro-Hack übrigens hier, ne? Den Cupid's Arrow mit so einem
losen Puder einfach fixieren. Dann nimmst du dir ein bisschen was von dem Puder mit einem Pinselchen, ne? So der Point Brush, und tupperst du das so drüber. Und dann hast du es halt auch super sofort fixiert, ohne dass du Lidschatten nehmen musst oder so. Ihr Lieben, das ist wie gesagt mein fertiger Look. Ich feiere ihn. Ich finde ihn wunderschön. Ich werde noch ein paar Videos damit drehen. Ihr werdet ihn jetzt also in dem Sinne noch ein paar Mal öfters sehen. Das war ein Mega-Reim. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!